deed. Und jetzt ist Gladys K.O. Amazone voraus. Aufstehen. Das kam unerwartet. Aber so mal richtig unerwartet. So viel, wie ich die jetzt bandagiert habe, müssten sie eigentlich als Mumien umlaufen. Also bis auf Gladys. So. Okay, der Autosave sagt alles. Wir sind am Ende. Also so gut wie am Ende. Hör auf, Gladys zu beißen. Geht weg von Gladys. Ah. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Ich weiß nicht, warum sie das auf einmal machen. Und ihr seht, warum ich eigentlich die ganze Zeit froh darüber war, dass Gladys in Ruhe gelassen wurde. Amazone voraus. So, war es das jetzt endlich mit den mit der Rattenvorhut? Nein, natürlich nicht. Arquatus. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Ja. Gute Entscheidung. Kurkum! Na klar. Und natürlich rennen sie weiter auf Gladys los. Das, ich verstehe es nicht. Candidus. Amazone voraus. Also ja, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Alle mal hergehört. Mein Schwert. Alles klar. Deception. Seht ihr das? Die gehen alle auf Gladys jetzt gerade los wieder. Lass das mal vor.
Okay. Ich versuche mein Bestes. Jetzt fängt es langsam an, doch gefährlich zu werden. Das bin ich. Ich mach das schon. Okay, erstmal dich selber. Gut. Oh, die kritische Wunde ist wenigstens zu einer normalen Wunde geworden bei ihr. Ah ja, jetzt brauchen wir echt Verbände. Das Problem ist, die Gegner sind nicht schwer. Die AI ist bloß irgendwie anders geworden auf einmal. Los! Ach, jetzt geht's mir jetzt aber langsam richtig. Richtig auf die Nerven. Okay. Gut, die Wolfsratten machen mir gerade klar, dass sie nicht wollen, dass ich weitergehe. Deswegen lasse ich es gut sein jetzt. Weil da läuft doch definitiv was schief. Aber sowas wird definitiv. Ich weiß nicht, warum sie jetzt auf einmal so sehr auf Gladys losgehen. Ich dachte, wir kommen noch bis ganz runter zum Boss, aber nein, scheinbar nicht. Ah, Garrosche. Ja, zum Ausgang zu Vorwisch, bitte. So. Ich warte hier auf euch. Tiefer in den Keller werde ich nicht gehen. Ja, bitte bringt mich wieder heraus. Was ist los, Muffensauce? Du brauchst hier doch noch mehr Vorräte. Nein, wir brauchen erstmal eine Verschnaufpause. So. Alle mal hergehört. Jetzt können wir unsere Waffen mal wieder wegstecken. Ach, der Störebrandhändler da, der kommt mit Amazone voraus. Die ganzen Rattenschwänze.
Nehmen wir 10 hiervon. Und 10 hiervon. Und den Rest verkaufen wir. Herzlich willkommen. Schaut euch ruhig in dem sagenhaften Sonnen. Sagt mal, was ihr so habt. Also ja, wie gesagt, die Pechfackeln können wir verkaufen. Wolfsrattenschwänze können wir verkaufen. Die ganzen Lederbänder und Sehnen können weg. Helles Pferdocker kann weg. Die Bärenfallen brauchen wir auch nicht. Begebtes Tagebuch brauchen wir auch nicht. Ja, bei den Dingern bin ich mir halt noch nicht so ganz drüber einig, ob ich sie verkaufen kann oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld gemacht und können jetzt zu den Nicebacks gehen. Die beiden streiten da immer noch an ihren kaputten Karren. Die Kiste. Wetten wir, das ist wieder Ulmenholz, ja. Ich versuche mein Bestes. Ist wieder Ulmenholz. Was aber auch nicht schlecht ist, Ulmenholz können wir dann zum Craften von Bolzen verwenden. Weil du siehst ja aus wie ein Waffen- und Rüstungshändler. Kalandor. Nein, du bist nur ein... Ja gut, du hast ein paar interessante Sachen, aber nichts Besonderes. Ja gut, ein Flügelhelm oder ein Spangenhelm wäre nicht schlecht, aber... Eine Krötenhaut. Naja, vielleicht eher der Niceback-Händler. Tretet näher! Nein, der hat nur ein paar einfache Sachen. Gut, mit dir wollten wir reden, wegen der Händlersache. Was wollt ihr? Hier geht es nicht weiter! Wieso ist die Straße versperrt? Ich will zum Warenhandler des Hauses Nicebeck. Immer schön langsam. Ich bin Pavol Barbeck, der Vorarbeiter hier. Solange die Streiterei mit dem Haus Störeband bestehen, bleibt der Zugang zum Warenlager des Hauses Nicebeck gesperrt. Nur Leute, die für unser Haus arbeiten, bekommen Zutritt gewährt. Das trifft sich gut. Ich suche nämlich Arbeit. Hältst du mich wirklich für so dumm? Das Vertrauen für das Haus Nicebeck arbeiten zu dürfen, muss man sich hart erarbeiten. Wenn du dich wirklich beweisen willst, könnte ich dich ein paar kleinere Aufträge machen lassen. Wenn du dich gut anstellst, überlege ich es mir vielleicht. Was für Arbeit hättet ihr denn für mich? Einen kleinen Botengang, nichts weiter. Wenn du ihn für mich erledigt hast, sehen wir weiter. Vielleicht findet sich ja noch etwas. Kann sein, dass sogar der ein oder andere Hehler dabei rausspringt, also? Was meint ihr damit? Was für eine Art Botengang? Was meint ihr damit? Was meint ihr damit? Willst du nun für uns arbeiten oder nicht? Also gut, ich erledige den Botengang für euch. Na schön, einer der Boten des Hauses Störebrand ist, sagen wir mal, für einige Zeit erkrankt. Er soll heute eine größere Bestellung vom Wirt des Silberkugels entgegennehmen. Du wirst kurzerhand für ihn einspringen und sie an seiner Stadt aufnehmen. Bei der Gelegenheit machen wir dem Wirt natürlich gleich ein besseres Angebot als das der Störebrands. Also schnapp dir die Bestellung, bring mir den Bestellschein, aber hurtig. Ja. Für eine Handvoll Dukaten und die Untersuchung am Hafen. Ich habe mich entschieden, für das Handelshaus Nicebeck zu arbeiten. Damit habe ich mich gegen die Störebrands gestellt. Also ja, weil die Nicebecks schon länger in Ferdok ansässig sind, habe ich gedacht, es ist die beste Idee, für sie zu arbeiten. Ja, für eine Handvoll Dukaten. Der erste Kontakt mit den Ferdok ansässigen Handelshäusern ist geknüpft. Die Zeit wird... zeigen, was ich herausfinden kann.
Eine Frage des Lieferanten. Der Auftrag ist ein einfacher Botengang. Nun ja, anscheinend muss ich klein anfangen. Ich soll Wirt Tradan im Auftrag der Nicebergs ein besseres Angebot für die Belieferung unterbreiten. Die Stirnbrands werden nicht erfreut sein, wenn sie den Silberkug als Kunden verlieren, aber so läuft das Spiel. Ja, der Silberkug. War der im Fuhrmannsheim oder war das der in Dings, in Ibraios Platz?